Hi, mein Name ist Toni Kögler und ich arbeite im Institut für Strahlenphysik. Weltweit produzieren Kernkraftwerke einen Großteil unseres täglichen Energiebedarfs. Dabei helfen sie, Treibhausgase einzusparen. Ihr großer Nachteil jedoch ist die Produktion von langlebigem radioaktivem Abfall, für dessen Entsorgung es bisher keine Lösung gibt. Meine Aufgabe ist die Gewinnung von Kernreaktionsdaten, die für die Entwicklung und Konzeption neuer Anlagen für die Umwandlung von diesen langlebigen Radionukliden in kurzlebige wichtig sind. Dafür habe ich Experimente aufgebaut, die das mit Hilfe von schnellen Neutronen realisieren. Mit diesen Messungen hilft das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, die Probleme zukünftiger Generationen zu minimieren.